Das wird jetzt, denke ich, der Untergang in dieser Folge. Ich denke nicht, dass ich mich aufbäumen kann und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Age of Empires 2. Bim bim. So, entwickeln. Nein, 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 nein. Habe ich noch eine Burgnähe? Dann könnte ich hier diese Krone entwickeln. Naja. Braucht da hinten viel mehr Platz. Da hat er auch ein paar Leute hingestellt, interessant. Bolden. 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 Ach Quatsch. Bolden. Bolden. Zum Glück machen die sich noch an so, machen die sich noch an solchem kleinen Scheiß zu schaffen. Es gibt noch eine kleine Resthoffnung. Oh, da fliegt ein Plänkler-Speer hoch. Hä, der trifft die aber nicht. Was macht er da überhaupt drin? Spinnt der? Ich dachte, die Frau aber gar nicht trifft. Ach, der schießt aufs Feld deswegen. Okay, unten ist gleich offen. Mandatum. Bolden. 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 Ein Vorteil ist gerade noch, dass ich mich an mehreren Ecken noch ausbreiten kann, weil ich irgendwo ein paar Dorfbewohner habe. Da kann ich das, den Platzmangel gerade etwas nutzen. Greaten. Firm. Mach dein Feld mal ganz. Mistfelder kann man nicht reparieren. Du musst an fünf Bogen vorbei, ernst? Ich muss erstmal seinen Schwall an Angriffsleuten überleben, irgendwie. Aber unten in der Siedlung hat er kaum noch was. Okay. Ist voll die Cheaterei, dass du mir ansagen kannst, wie was gerade los ist, wo wir die Quinn sind. Entschuldigung. Bringt zwar eh nicht viel. Ich zieh die ab, das bringt nichts. Zum Glück steht noch draußen so viel Müll rum, den er erstmal klein bekommen will. Oh, Schießanlage ist gleich wieder kaputt. Frisch gebaut, schon hinüber. Das Dorfzentrum steht schon nicht mehr. Dieser eine Typ da drin, der nervt. Oh, na, der hat sich selbst ein Grab geschaufelt, der Dorfbewohner hier. Ich würde mal da, wo du jetzt unten bei mir in der Siedlung so aufbaust, ich würde da auch ein paar Militäreinheiten hinstellen. Also ein paar Militärgebäude bauen. Ich werde da Felder anlegen, weil ich brauche Nahrung. Ich habe verdammt viel Holz, aber verdammt wenig Nahrung. Ich brauche Häuser. Ich mache hier auch mal zu. Bulden. 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 Ready. Correctus. Yes. Bulden. Yay. Der hat sich eingesperrt, oder? Oh. Yay, Aquilin. Bulden. So. Oh, ein Rambock ist durchgekommen. Hm. Muss die Frau hin? Greeten. Hm. Mandatum. Bulden. Hey, es ist kaum noch Platz für Einheiten. Mal ab auf die Felder mit denen. Oh, jetzt greifen sie unten an. Ah, ja. Ready. Bulden. Bulden. Greaten. Bulden. Yay. Bulden. Ready. Kann ich in deinen... Ah, ist mittlerweile bald genug. Kann ich da eigentlich auch eine Mauer, ein Tor draufsetzen? Nee. Bulden. Ready. Oh, die kommen bald durch. Ich brauche mal Einheiten. Ready, Aquilin.
Ich weiß noch nicht, was stark gegen die ist. Das ist ein Problem. Und die sind schon bei der letzten Mauer. Kacke. Naja, wenigstens der König nicht da. Ich muss jetzt massiv Felder anbauen. So, oben schon durch. Noch nicht ganz. Ah, Gold. Scheiß. Yay. Bulden. Mandar Bulden. Ready. Bulden. Ready. Bulden. Irgendwann ist auch mit den Dorfzentren Schluss, wenn ich Bulden keinen Marktplatz baue, weil irgendwann geht mir das Gestein aus. Bulden. Bulden. Greeten. Yay. Bulden. Okay, er ist drin. Mehr Leute rein, sonst sterben die wenigen weg. Nein, können sie den Blauen gerade etwas aufhalten. Er baut einen Tribut auf. Loslaufen, Leute. Mann. Da fliegen Kanonenkugeln. Oh, ein Duftzonen hat er an meinen fast alten Platz gebaut. Mikrofon muted. Mikrofon activated. Sicher, sicher. Greift da unten an, okay. Ach, der ist ja eingesperrt. Oha. Was sind gerade so viele untätig? Bisschen Überblick verloren. Greift er zwischendurch mal ein Tor an, wenn er meint. Das bekehrt er da auch. Hat er gerade noch viele Einheiten um mich herum? Kannst du das sehen? Generell, also die ich sehen kann, die hier in meinen Gebäuden sind, die sehe ich ja, aber hat er sonst noch irgendwie groß was rumstehen? In der Siedlung nicht, nein. Okay, und auch kein großes Schwall an Leuten unterwegs? Alles doch, so um mich herum? Alles Richtung hoch zu dir. Okay. Zieht alles zu dir hoch in deine Dings. Ja, auf 2 Uhr, auf 3 Uhr. Genau. Oh, das auch. Aber unten bei sich im Dings hat er nichts mehr. Jetzt macht die Mauer da unten kaputt. Duftzonder ist weg, das ist nicht gut. Gut, Nahrung wird gerade eh woanders abgebaut. Naja, angebaut. Und abgebaut. Das ist ein Lärm hier mit den ganzen Tröten, weil er überall angreift. Jetzt ist mir die Nahrung ausgegangen. Oh, da sind ja Leute. Da sind die 20. Stimmt, die habe ich ja geholt. Die waren in der Warteschlange.
Greeton. Bulden, ready. Bulden, yay. Bulden, Mandatum. Bulden. Greeton. Bulden, ready. Bulden, yay. Bulden. So, da oben leuchtet er aus. Das ist nicht gut. Und Leute sind drin, Mist, die kann ich vergessen. Einen Turm baue ich jetzt nicht, der kostet viel Steine. Wird dir ja was abgenommen, ich kann meine Ressourcen nicht zu dir rüberschieben. Na, das ist wie mit dem Wandner aufmachen, da bist du gerade gestorben, als ich drum gebeten habe. Ja, ich weiß. Man darf. Yay. Ready. Ich will ihn. Ich brauche bald wieder neue Häuser, weil die hier oben alles platt machen werden. Interessant, wie die aber gerade wieder abziehen. Der ist absolut inkonsequent, damit zögert er das Ganze nur hinaus. Warum macht der denn eigentlich nichts? Komisch. Oh. Inkonsequent, da bereicht sich an zwei Fronten lang, ne? Na, und was? Nur einer erschaffen, okay. Da wo der König ist, hat er noch gar nicht geschnallt, dass ich da bin. Was ja nicht verkehrt ist, trotzdem. Da fehlt was. Mandatum? Yes. Es wird da schon merken, wenn er dich oben komplett platt gemacht hat. Wo ist denn der eigentlich? Schon irgendwie ein lustiges Katzen-Maus-Spiel. Die fette Maus ist als erstes gestorben. Hast den König halt nicht mehr rechtzeitig wegbekommen. Ich habe den nur so eine halbe Minute vorher abziehen können. Oh, Renner. Sonst hätten sie den mit erwischt, denke ich. Ja, das ist bloß ein Hinauszögern, was ich hier gerade mache, weil ich konnte mit meinem großen Schwall an Leuten, die ich oben aufgebaut habe, auf 3 Uhr nichts anrichten. Dann werde ich mit dem, was ich gerade erst aufbaue, erst recht nichts schaffen können. Zumal mir auch etwas der Platz fehlt. Chopper. Correctus. Ready. Correctus. Bulden. Bulden. Ready. Ich will ihn. Yay. Bulden. Mandatum. Bulden. Ah, geht jetzt außen rum? Scheiße. Mandatum. Yay. Bulden. Ready. Bulden. Yay. Bulden. Mandatum. Bulden. Bulden. Ich will da eh nicht raus, deswegen mache ich hier komplett zu. Bulden. Bulden. Greaton. Bulden. Ist noch vor der Mauer bei den Holzhackern steht er mittlerweile auch. Ja, ja, die ich Häuser hab's da. Gesehen. Zum hat Glück hat er so. Zum Glück haben die immer so eine extreme Vorliebe für Mauern. Ich kann man die voll ablehnen. Yay. Bulden. Bulden. Okay, ich habe gerade keine Infanterie oder Kavallerie. Ich brauche erstmal 4 Nahrung. Dafür brauche ich Platz. Zu sehr will ich mich auch nicht ausbreiten, wer weiß, wo der noch herumschwurbelt. Mein Kloster steht Bulden. Noch mit den 2 Reliquien. Na, da generierst du ja noch schön fein Gold. Bulden, 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 Bulden. Ich glaube, ich mach gar nichts mehr, da steckt ja auch nichts mehr an. Freddy. Hab immer noch nicht beobachten können, was gegen die Viecher effektiv ist. Soll ich's mal googeln? Ja, wäre nicht verkehrt. Ich bräuchte irgendwas, was nur Holz kostet. Bulden.
Das war nicht effizient. Nein, das Ding kommt eh bald weg. So, die sind auch gleich hinüber. Da ist mittlerweile schön zu. Fündig geworden. Yay. Bolden. Yay. Ready. Bolden. Nee, mach zu. Bolden. Greaten. Ah, jetzt kommt er an bei meinem König. Bolden. Zum Glück habe ich hier schon mal Vorsichtsverfahren nee, nicht ganz zugemacht. Ready. Scheiße. Noch greift er. Jetzt greift er die Mauer an. Na, okay. Oh, hier sind noch Leute von dir mit Häusern, sehe ich. Erst jetzt, die habe ich nicht gebaut, stimmt. Mandatum. Bolden. Ready. So, die Burg steht. Bolden. Yay. Greaten. Bolden. Mandatum jus. Presto. König kann da rein. So, Reichweite und Triböcke 9. Ich hätte aber auch Triböcke, nicht Triboke. Naja, ist ja beides richtig. Alle Gebäude arbeiten schneller, genau. So, jetzt kommt er mit seinen ganzen Massen unten an. Domböcke. Lagerungs. Ready. Ja, ja, ja. Bolden. Bolden. Bolden, greeten. Bolden. 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 Na, immerhin können wir ein bisschen ärgern. Ich habe, glaube ich, noch gar kein Gebäude abgerissen. Ready. Bolden. Hast du noch nichts gefunden zu denen? Mandat, yay. Bolden. Greaten. Bolden. Ready. Bolden. Yay. Bolden. Greaten. Yay. Bolden. Mandatum. Bolden. Ready. Mandatum. Bolden. Ich muss auch mal zu. Bolden. Zum Glück ist da schön eng, dann könnte ich viele Leute von dem arbeiten. Moment. Ready. Mandan, yay. Chopper. Dieser Markkahn da oben. Oh. Die erste Mal haben sie geknackt, dann wird die zweite nicht lange auf sich warten lassen. Das mache ich dazu, das ist aber ungünstig. Noch keine Einheiten, die ich auf ihn losschicken kann. Durch, das ist gleich das Ende. Denn hier ist der König. Mandatum? Yes. Ready.
Yay, Grayton. Correct. Ready, Correctus. Jetzt ist sie schon drin. Yay, yes. Bulden. Was? Mandatum. Ach, der andere Seite ist noch offen. Ah, schlauer König. Bulden. Kein Stein mehr für ein Dorfzentrum. Oh Mann, kostet das viel. Jetzt kommt er auch da oben an. Ja, der ist durchgekommen. Ich zieh gerade wieder mit dem König los. Das ist eh bloß ein Verzögerung. Irgendwie haben die gemeint, Schützen sollen stark gegen die sein, aber meine Langbogenschützen haben ja extrem versagt gegen die. Vielleicht Plänkler. Bogenschützen werden es nicht sein. Berittene Schützen sind praktisch wie Bogenschützen. Die haben keine Einheit speziell dahin geschrieben? Nee, die haben nur geschrieben Schützen oder schwere Kavallerie. Schwere Kavallerie, also berittene Leute. Aber ob man dem Glauben schenken darf, weiß ich auch nicht. Bulden. Vielleicht schaffe ich es ja wenigstens, ein Gebäude zu zerstören. Jetzt zieht er schon wieder komplett ab mit seinen Leuten. Anstatt einfach mal konsequent irgendwo durchzuziehen, nee, tingelt das er um die ganze bei Karte. Mir ja, aber. Konsequent, so halt geht's. Komische Tipp. Ich weiß nicht, wie weit hier noch Leute stehen. Ich denke, keiner. Hier liegt noch Stein rum. Ich zögere das zwar nur hinaus, aber naja. So, viel mehr Stein habe ich nicht. Bulden, Bulden. Alles verplantes Gestein. Kommt der Markkhan an? Schon wieder 145 Stein. Das Dorfzentrum steht. Ready. Chopper. Mandatus. Bulden. So, jetzt passe ich mal auf deine Reliquie auf. Deine Reliquie, Entschuldigung. Alles gut. Zwei Triebwerker da unten. Der marschiert jetzt bei dir oben rein, wo du deinen Marktplatz gebaut hast. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Kein Gold mehr. Ah, jetzt kommt er an. No, ich krieg kein Gebäudeplatz, schade. Gut, dann wird es in den nächsten 5 Minuten vorbei sein, außer ich ziehe mit meinem König durchs Land. Zusammen mit den niedrigen Langbogenschützen und einem Dorfbewohner wäre vielleicht nicht verkehrt. Ah, wird gerade verfolgt. Mandatum? Du läufst ihm geradewegs in die Arme. Ich kann auch nicht mehr machen. Aua! Irgendwo muss ich ja lang. Aua! König hat eine ganz schöne Ausdauer. Er ist schnell, unglaublich. Aua! So ein dickes Ding, ja. Wenn die zusammengehen, dann richten die sich ja... Oh, der Markkhan wird angegriffen. Den nehmen wir auch mit. Kann die sich alle hinten draufsetzen. Ich muss in irgendeine Ecke ziehen, wo er mich nicht vermutet. So ein Arschloch. Oh, da kommen Einheiten an. Bitte guckt weg. Bitte guckt weg. Bitte guckt weg. Da müsste einfach nur den König mal abschlachten, aber nee. Oh, hier bauen wir uns das auf. Scheiße, nicht genug. Steht der Marktplatz noch? Ja. Gut. Ready.
Die laufen schon wieder dran vorbei. Frau macht zu. Bulden. Und dann bauen Dorfzentrum auf. Eieieiei, aber in der kleinen Ecke werde ich nicht viel erreichen können und ich denke nicht, dass er mich hier nicht findet. Kann ich das nicht, weil Gold fehlt, okay. Ah, Marktplatz ist weg, schade. Steht hier noch was? Nö, hier noch. Ready. Bulden. Können mit dem König in die alte Heimat ziehen. Greaten? Wenn ich mich jetzt hierbei einsperre, dann ist hier auf jeden Fall Schluss, weil... Ja. Bulden. Komm hier nicht raus, wenn er ankommt. Ist ja die Sackgasse, die du mit deinem König hattest. Gerade nichts einkaufen, weil nicht genügend Gold. Ja, ja, soweit so klar. Steht die Schmiede noch? Ja. Jetzt muss das hier die eine Frau richten. Die anderen, die gerade noch schuften, die sind bloß Statisten, weil Holz haben wir noch genug. Ready. Immer noch. Ja. Hab mich jetzt mit der Frau verbarrikadiert, mit dem König, mit dem Mark. Jetzt kommen die da an, das war's jetzt. Nächsten 5 Minuten ist Schluss. Oh, und Trieber bringt auch mit. Nein, nicht mit dieser Kackbelagerungswaffe. Der hat nämlich mehr Reichweite, dieser Arsch, als meine Elite-Langbogenschützen. Ein Punkt nehme ich. Ach, der König wird beschossen mit der Murmel. Aua. Ach, er kommt da nicht vorbei, jetzt verstehe ich das. Guck mal, der König wird mit der Murmel beschossen. Oh, ja, ist das ich seh's, gleich kaputt? Mandatum? Yes. Schweinehaar. Ja, es ist bloß eine Herauszögerung. Es sind weitere 2 Minuten, bis sie das Kleine bekommen haben, das Dorfzentrum. Kommt zweiter Triebe. Der König heilt auch nicht so gut. Solange die Einheiten noch leben. Ah, die sind gesperrt. Ah, haut ab. Oh, die Obuchs. Was machst du da? Ringelpieps mit anfassen, oder wie? Guck mal, die haben den König schon wieder. Ah, jetzt schießt er gleich mit seiner Kugel. Nein. Vor allem ein König, ein Markan, ein Dorfbewohner. Ah, Alter. Hier hinten ist gerade. Da ist dieser Pekinier noch, dieser Arsch. Aber wie er den König der einfach mal durchlaufen lässt. Ja. Equellen. Yay. Fängt diese Mischung ein König, ein Markan, ein Dorfbewohner an. Yes. Correctus. Yay. Equilin. Hier steht ein Kack-Dorfzentrum. Die Dorfbewohnerin einfach weit hinterher hängt. Correctus. Yay. Boah, wie er sich übers Gold hermacht. Yes. Equilin. Correctus. Yes. Yay. Ich muss mal was machen. Du hast gesagt, Ritter unter anderem, die kosten auch. Ich hab nicht viel Gold, scheiße. Gut, dann muss ich mal Reiter einsetzen, das mal beobachten. Die Uni steht auch noch. Also die hängen irgendwie geschrieben Reiter und Bogenschütz. Das Problem ist, ich kann mir nur Kavallerie leisten, weil Gold habe ich nicht mehr viel und groß Holz verkaufen geht auch nicht mehr. Also so, ja, das ist, was bringt. Oh, dein König mit 7 HP, läuft. Ja, könnte besser aussehen. Nee, anders. Ich wollte ja warten, bis da Pfälschchen gebaut sind. Habe ich hier nicht was in Auftrag gegeben? Ach, da. Dieser eine Pekinier, den hat er von mir damals bekehrt und der hat da nichts mehr gemacht, als meine Leute neben ihm standen. Das Blöde ist, Pekiniere sind stark gegen Reiter. Ich weiß. Deswegen brauche ich davon mehrere. Ich will jetzt nicht den König losschicken, wenn der Pekinier da rumsteht. Wobei, der König ist verdammt schnell. Ja, mit 7 HP einmal durch zustoßen, dann ist er aua.
Ich lenke den einfach mal ab und vielleicht ist der ja gar nicht so böse, wie er aussieht. Immerhin war er mal einer von uns. Der macht gar nichts. Süß. So, Mark kann und Dorfbewohnerin rein in die gute Stube. Da hinten ist dann aber wirklich Schluss, weil nochmal ziehe ich nicht durchs Land. Mandatum. Das Blöde ist, wir haben ja kaum Platz. Bin aber erstaunt, dass es trotzdem noch so lange geht. Du hast aber auch ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem jetzt geleistet hier. Lass nicht aus Versehen den König umbringen. So, alle drin. Frau, mach bitte zu. Na? Die Pferdchen haben gute Arbeit geleistet, die dürfen noch mit rein. Wir bauen einfach eine Häusermauer, damit sie auch erstmal durchkommen. Siehst du, ob die schon zu mir kommen, die Blauen? Auf die 3-Uhr-Ecke? Guckst gerade irgendwo wieder rum, hä? Wie der sich einfach in den Mauern aufgehält. Wenn der hier ankommt, dann ist Schluss. Dann hau ich dich nochmal ab. Datum? Yes. Bulden. Ready. Bulden. Yay, correctus. Bulden. 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 Oh, hier platscht's. Hier schießt irgendwo jemand ins Wasser. Kannst du, Priester bauen und deinen König heilen? Ich schick den gleich ins Dorfzentrum, dann wird er wieder geheilt. Schätze ich, hoffe ich. Bulden. Ich baue mir gerade eine Häusermauer, die bringt mir die Möglichkeit, Einheiten zu bauen und die schützt. Nein, was dazu? Hier platscht die ganze Zeit irgendwas ab. Ja, ich hör's. Es würde irgendjemand eine Belagerungskanonenkugel ins Wasser flatschen. Ist schon wieder auf dem Weg zu dir, ne? Aber ich werde eh nichts mehr machen können. Mir fehlt jetzt Platz. Ich kann ja keine Kaserne oder so groß bauen. Ich sehe da schon, dass die sich wieder einbauen. Ne, noch kommt's voran. Okay. Yay. Bulden. Jetzt kommt der an, ich sehe da, wie er wieder angreift. Der König halt, oder? Mandatum? Ja. Ja. Langsam, aber stetig. Sahne, sagt er. Oh, da sind sie schon. Ich habe noch nicht zugemacht mit den Häusern. Schade. Na gut. 5 Minuten gebe ich mir noch. Maximal. 4 Reitern, Markkan und, ja. Ein halbtoter König. Komischerweise haben wir eigentlich viel. Das wird wahrscheinlich Lehm sein. Weil die Häuser da, die sind ja alle. Die haben ja alle Wände. Und das ist kein Holz. Ich schätze mal, es ist Lehm. Ansonsten könnte man da ja Stein abbauen. Wie sich um das kleine angeschlagene Haus da oben kümmert. Naja. Da ist er dann wieder sehr genau. Chopper. Grayton. Chopper. Zieht er schon wieder ab, oder was? Hä?
Der versammelt die bloß wieder, ach, beim Tor oder so, beim Häuslein. Ja, ja, der hat Spaß mit den Häusern. Ja, na, meint. So, jetzt wollen wir vielleicht ein Tor einbauen, damit die Dorfbewohner noch nachschieben können. Das ist der letzte Rückzugsort. Warum ist das eine Feld hier so hell? Ach so, weil es noch gebaut wird. Ready. Bulden. König hat schon wieder fast die Hälfte der Energie. Ready. Das ist ein Lärm hier nebenan, das sind keine netten Nachbarn. Absolut rücksichtslos. Rücksichtslos. Dann zeigst du doch an wegen Ruhestörung und Lärmbelästigung. Yay. Correctus. Bulden. So ineffizient wie der ist, wird es noch Ewigkeiten dauern, bis er hier durch ist. Das letzte Aufbäumen der Briten, der Doppelbriten gegen die Polen. Am Ende des Tages haben wir bestimmt trotzdem am meisten Holz gesammelt. Ich hab mich jetzt nicht drum bekleckert. Ja, war mehr oder weniger Glück am Ende. Ich habe meinen König noch rechtzeitig in eine Ecke schieben können und glücklicherweise haben sie nicht nachgeguckt. Ah, der Marktplatz ist gleich hin. Will ich noch irgendwas eintauschen? Ein bisschen Holz. Ah, es stürzt gerade zusammen. Oh, nee, doch nicht. Eine Burg könnte ich noch bauen. Wo willst du die hinsetzen? Ich habe genügend Holzfäller, die können jetzt ganz schnell arbeiten. So, muss reichen. Viel Stein für viele weitere Mauern. Der Marktplatz ist aber auch ganz schön robust, der will nicht sterben. Jetzt aber, oder? Nee! Eine Kugel noch, eine Kugel. Absolut starkes Gebäude. Jetzt ist es hinüber. Zumachen. Jetzt sind die Häuser erst gemacht. Bevölkerungslimit. Mandatum. Bulden. Mandatum. Wo ist der denn gerade? Bulden. Der ist wieder abgezogen. Ich bin eigentlich kein Freund von aufgeben, aber langsam wird's lächerlich. Ich werde aufgeben, weil dann können wir wieder was Neues zusammen beginnen. Ist ja doof so. Ausnahmsweise mal. Zieht er wieder von dann, ey. Komischer Vogel. Ach, da oben hatte die gerade versammelt, so auf 2 Uhr. Jetzt sehe ich auch die 9 Uhr Reliquie. Und da hinten war noch Platz gewesen. Sein Dorfzentrum, sein Stadtkern sieht voll verlassen aus mit den paar Dorfbewohnern und keinen Militäreinheiten. Habe ich doch gesagt, er hat nichts da oben. Nichts! Und so viele Einheiten sind es auch nicht. Das Problem ist, der wird das Bevölkerungslimit nicht erreicht haben. Der wird immer Einheiten nachschieben, wenn es gerade notwendig ist. Und das wird er zuhauf machen können, denn die Ressourcen hat er, die Gebäude auch. Und das Bevölkerungslimit, ja, das kriegt er nicht voll, das... Die Burgen, die 4 da vor der Haustür. 5, 6. Eieiei. Ich öffne mal in die Statistik. Ja, ja, bin ja schon da. Oh, bei den Technologien hat er kein Sternchen. Da haben wir als Team ein Sternchen.
Militär, abgerissene Gebäude. Ja, ich habe mich um das Bergarbeiterlager gekümmert, aber ich durfte es ja nicht abreißen. Gefallene Einheiten. Naja. Getötet, naja. Verlorene Gebäude, ganz schön viele, 289. Du hast 4 bekehrt und er hat 4 bekehrt. Größtes Heer hat er 3 mehr als wir. Mist, er hat mehr Nahrung, nee. Er hat auch mehr Nahrung gesammelt, aber weniger Holz. Steine hat er gar nicht viel mehr, Gold viel, viel mehr. Handelsgewinn hat er nicht so viel wie wir. Kann sich ja schlecht selbst mit sich selbst handeln. Prozent Punkte entwickelt ist er auch nicht auf der 1. Bei den Burgen ist er leicht vorne. 12 hatte er in Summe mal. Ich frag mich. Nee, er hat noch. Hat wirklich. Stimmt, du hast ja keine zerstört. Ich habe gar keine zerstört. Der hat ja noch mehrere gebaut, aber die hat im Stadtkern, hat das glaube ich 6 oder 7 Stück gehabt. Und da hat er sich ja oben Richtung bei dir noch ausgebreitet, standen ja auch noch mal ein paar, aber die habe ich gerade nicht gezählt gehabt. Oh. Soweit außen da. Also die vor der Haustür habe ich gezählt, die 7 Stück. Ich zähle nochmal 3, 4, 5, 6. 6? 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Werden schon irgendwie 12 sein. Ich frage mich aber, was ist, wenn ich jetzt noch eine Burg gebaut hätte? Hätte ich dann eine 4 stehen gehabt? Oder wird mal die zwischenzeitliche Hochzahl dort eingetragen? Wenn ich mal 17 Burgen zugleich stehen hatte und dann 5 abgerissen werden und ich wieder 5 baue, habe ich dann 22 oder 17? Ich denke eher 17. Reliquiengold hat er viel mehr und das ist eine ganze Menge. Größte Bevölkerung, immerhin hat er das nicht. Tja, da haben wir mal was verändert und wir wurden geschlagen. Ist die Frage, was ändern wir beim nächsten Mal? Das müssen wir uns noch überlegen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.